In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Gleichungen mit Hilfe des Substitutionsverfahrens lösen kann. Als erstes die Problematik. Wie kann man überhaupt erkennen, dass man diesen Substitutionsverfahren benötigt? Kurz als Hinweis, substituieren in diesem Zusammenhang bedeutet nichts anderes als ersetzen. Kurz gesagt, wir ersetzen was Kompliziertes durch was Einfacheres. So, in unser ersten Beispiel. Wir erkennen, wir haben eine Gleichung und in dieser Gleichung kann man zum Beispiel nicht ausklammern, also nicht alle Terme haben ein x gemeinsam, sodass man ausklammern kann und danach den Satz vom Nullprodukt anwenden kann, sondern man könnte gegebenenfalls die Mitternachtsformel anwenden, wenn das eine quadratische Gleichung wäre. Deshalb könnte man praktisch hier diesen x hoch 2 substituieren mit einem u, entsprechend wird dann aus x hoch 4 u Quadrat und dadurch hätte man eine quadratische Gleichung, die man mit der Mitternachtsformel lösen kann. Genauso sieht es auch bei folgender Gleichung aus. Hier haben wir einen unangenehmen e hoch x Term. Der kann man auch mit u ersetzen. Dann e hoch 2x wird entsprechend zu u Quadrat und dann kann man wieder die Mitternachtsformel nehmen. Beim letzten Beispiel handelt es sich um eine trigonometrische Gleichung. Vom Prinzip das gleiche. Sinus x wird mit u substituiert und Sinus Quadrat von x wird dann automatisch zu u Quadrat. Ein kleiner Hinweis, die Buchstabe, mit der man substituiert, ist nicht vordefiniert. Also man kann ja, ich werde jetzt mit u rechnen, man kann ja mit z, v oder was auch immer substituieren. Für den Anfang ein sehr einfaches Beispiel, was mit Sicherheit jeder nachvollziehen kann. Also, wir haben so eine ähnliche Gleichung wie vorher und wir haben bereits gesagt, in diesem Fall werden wir x hoch 2 substituieren. Also, dann schreiben wir auch kurz hin, schreibe jetzt abgekürzt, Substitution, x Quadrat ist gleich u. Dann ergibt sich automatisch für x hoch 4 u Quadrat und die neue Gleichung sieht dann so aus. Natürlich brauchen wir dann die Mitternachtsformel, nur zur Erinnerung und zur Sicherheit schreibe ich sie jetzt kurz hier an der Seite. Also, die war minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4 mal a mal c und das Ganze durch 2a. So, entsprechend wird jetzt eingesetzt, u1,2 ist gleich minus 2 plus minus Wurzel aus 2 ins Quadrat, minus 4 mal 1 mal minus 3 und das Ganze durch 2 mal 1. Wir rechnen zuerst die Wurzel aus, also unter der Wurzel habe ich dann 4 plus 12 sind 16, entsprechend Wurzel aus 16 sind 4 durch 2 und somit habe ich meine 2 u-Werte. So, dann minus 2 plus 4 sind dann 2 durch 2 ist 1 und u2 sind dann minus 6 durch 2 sind minus 3. Nicht vergessen, wir sind noch nicht fertig. Ursprünglich suchen wir nicht u, sondern x. Deshalb nach jeder Substitution kommt auch eine Rück- oder Restsubstitution. So. Und was wir bei der Restsubstitution machen müssen, sagt uns unsere Substitution. Das bedeutet, wir schauen hier oben. In diesem Fall nehmen wir die u-Werte, die wir rausbekommen haben, und setzen sie da oben für u ein. Entsprechend wird dann nach x umgeformt. Erste Möglichkeit, die entsteht, ist x² ist gleich 1. Natürlich ziehen wir die Wurzel und haben zwei Lösungen, eine positive und eine negative. Zweite Möglichkeit wäre, dass x² gleich minus 3 ist. Und wir erinnern uns, Wurzel, quadratische Wurzel aus negativen Zahlen kann man nicht ziehen. Deshalb bringt diesen Ansatz keine Lösung in sich. Kurz gesagt, das sind unsere zwei Lösungen und damit ist die Aufgabe schon beendet. Jetzt schauen wir uns ein paar Aufgaben auf Abiturniveau. Als erstes eine Potenzgleichung. Und zwar, nicht immer ist die saubere Form da, damit man mit der Substitution gleich loslegen kann, sondern zuerst muss man eine kleine Vorarbeit leisten, wie in diesem Fall. Wir haben eine Bruchgleichung, x muss verschieden von 0 sein, damit die Bruchgleichung existiert. Und unser erstes Ziel ist, die ganzen Nenner wegzubekommen. Wir erinnern uns, dafür müssen wir einfach mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. In diesem Fall ist der Hauptnenner x hoch 4. Also an dieser Stelle nehme ich mal x hoch 4. Entsprechend habe ich dann nur noch
6 stehen plus x hoch 4 durch x hoch 2 kürzen sich, dann bleibt nur x hoch 2. Und auf der rechten Seite 1 mal x hoch 4 sind x hoch 4. Dann können wir alles auf eine Seite bringen. In diesem Fall entscheide ich mich für minus x Quadrat und minus 6. Dann sieht meine Gleichung wie folgt aus. X hoch 4 minus x Quadrat minus 6 ist gleich 0. Und spätestens jetzt sollten wir erkennen, okay, die Gleichung ist sauber und man kann substituieren. Also, erneut nehmen wir für x Quadrat ein u, dann ergibt sich eine quadratische Gleichung. U Quadrat minus u minus 6 ist gleich 0. Mitternachtsformel. 1 plus minus Wurzel aus 1 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 6 und das Ganze durch 2 mal 1. Wir rechnen die Wurzel aus. 1 plus 5, plus 24 sind 25. Wurzel aus 25 natürlich 5. Und somit kriegen wir zwei Lösungen raus. U1 ist 6 durch 2 sind 3 und U2 sind minus 4 durch 2 sind minus 2. Anschließend restsubstituieren. Erste Möglichkeit ist, x Quadrat ist gleich 3. Wir ziehen die Wurzel. Auch wenn man die Wurzel nicht genau ziehen kann, kann man trotzdem eine positive und eine negative Lösung hinschreiben, vor allem wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat. Die zweite Möglichkeit wäre x Quadrat ist minus 2. Da können wir wieder die Wurzel nicht ziehen. Also sind diese zwei hier oben schon unsere Lösungen. So ähnlich wie bei dem letzten Beispiel sieht auch bei dieser Exponentialgleichung aus. Wir brauchen zuerst die saubere Form. Dafür werden wir auch hier als erstes mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. Das ist in diesem Fall dieses e hoch x. Entsprechend kriegen wir dann folgende Gleichung. E hoch 2x minus 15, da kürze ich e hoch x weg, ist gleich 2e hoch x. Dann formen wir wieder alles um, so dass auf einer Seite 0 steht. Also minus 2e hoch x. Dann habe ich e hoch 2x minus 2e hoch x minus 15 ist gleich 0. Dann Substitution. Wir ersetzen e hoch x mit u. Entsprechend dann folgende quadratische Gleichung. U Quadrat minus 2u minus 15 ist gleich 0. Und die Mitternachtsformel. Also 2 plus minus Wurzel aus 2 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 15 und das Ganze durch 2 mal 1. So, unter der Wurzel haben wir dann 4 plus 60 sind 64, Wurzel daraus sind 8 durch 2, entsprechend sind dann U1, 10 durch 2 sind 5 und U2 sind dann minus 6 durch 2 sind minus 3. Restsubstitution. E hoch x kann zuerst 5 sein. Dann, um e wegzubekommen, logarithmieren wir die Gleichung. Entsprechend bleibt dann nur noch übrig, x ist gleich ln von 5. Das ist dann unsere erste Lösung. Die zweite Möglichkeit, e hoch x ist gleich minus 3. Bringt keine Lösung mit sich. Vielleicht können wir uns an der Stelle auch kurz erinnern. Die e-Funktion, wenn man sie jetzt grob zeichnen würde, das ist e hoch x, liegt nur über der x-Achse im positiven Bereich. Das bedeutet, es kann nicht 0 und es kann auch nicht negativ sein. Also haben wir nur eine Lösung, das ist ln 5. In unserem letzten Beispiel werden wir uns eine trigonometrische Gleichung anschauen. Schon mal im Voraus ein kleiner Hinweis dafür. Und zwar, damit man sie lösen kann, braucht man unbedingt die Schaubilder von Sinus bzw. Cosinus auswendig für eine Periode zu kennen. Deshalb zur Erinnerung, hier an dieser Stelle markieren wir die wichtigsten Stellen. Also hier ist 0, hier ist Pi, hier sind 2 Pi. Entsprechend haben wir dann hier Pi halbe und 3 Pi halbe. Und noch wichtig, wir erinnern uns, Sinus und Cosinus können maximal bis 1 und minimal bis minus 1 hier an dieser Stelle gehen. Also, wenn wir das im Hinterkopf haben, dann ist es meistens so, dass nicht alle möglichen Lösungen im Bereich. Normal, üblicherweise ist es immer die Standardperiode 0 bis 2 Pi. Deshalb
der Hinweis hier hinten. Ja, und jetzt können wir loslegen. Also, wie bereits ganz am Anfang abgesprochen, wir ersetzen das Cosinus x mit einem u, dann kriegen wir auch in diesem Fall eine quadratische Gleichung raus, die erneut mit der Mitternachtsformel zu lösen ist. Also, eingesetzt sieht das Ganze dann so aus. Mal 1 mal minus 2 durch 2 mal 1. Die Wurzel ausgerechnet sind dann 8 plus 1 sind 9. Wurzel aus 9 sind natürlich 3 durch 2. Somit ist unser u1 1 plus 3 sind 4 durch 2 sind 2. Und u2 sind dann minus 2 durch 2 sind minus 1. Bei der Restsubstitution gibt sich dann eine Besonderheit. Also erstmal tun wir ganz normal substituieren. Erster Fall wäre Cosinus von x ist gleich minus 1. So, das ist die Stelle, wo wir, vor allem wenn wir keinen Taschenrechner zur Verfügung haben, unbedingt die Schaubilder brauchen. Und zwar, wir schauen jetzt am Schaubild, für welchen Wert von x der Cosinus minus 1 ist. Also minus 1 haben wir hier. Die Cosinusfunktion ist natürlich die blaue Funktion. Und an der Stelle sehen wir, okay, unsere Lösung lautet Pi. Also, x ist gleich Pi, wäre unsere erste Lösung und die einzige in diesem Bereich. Die nächste Restsubstitution lautet dann Cosinus von x ist gleich 2. Das ist natürlich eine Falle. 2 wäre auf der y-Achse hier oben, das bedeutet die Cosinusfunktion kommt nur bis 1 hoch. Also bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die man bei diesem Substitutionsverfahren beachten muss. Als erstes, wenn Brüche vorhanden sind in unserer Gleichung, natürlich immer zuerst die Brüche verschwinden lassen. An dieser Stelle sollte man immer mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. Zweiter Hinweis, zuerst immer so umformen, dass die Gleichung auf einer Seite gleich 0 gesetzt wird. Da kann man am besten auch herausfinden, welche Verfahren dann man anwendet. Und nicht zuletzt, für trigonometrische Funktionen setzt man voraus, dass man die Schaubilder von Sinus und Cosinus für mindestens eine Periode auswendig kann, vor allem für den Teil ohne Taschenrechner. Alternativ kann man auch eine Wertetabelle lernen oder den Einheitskreis benutzen, was eigentlich deutlich komplexer ist.